herzlich willkommen bei einem, naja, etwas kleineren Let's Play. Denn wir spielen heute The Guest, die Demo-Version. Das Spiel kommt nämlich am 10. März raus, also in 4 Tagen. Und ich habe gedacht, na gut, warum nicht mal die Demo spielen, ne? Ist ja auch was. Also würde ich mal, also das ist ein düsteres Adventure, voller Überraschung. Ja gut, das weiß ich jetzt nicht. Und ich hätte gesagt, wir schauen einfach mal rein. Ich habe nur schon reingeguckt, ob alles geht, also ich weiß noch nicht, um was es geht oder so. Na? Ja. Bitte. Ja, was jetzt? Bitte. Wir bereiten das Zimmer vor. Bitte warten Sie. A Team Gotham Game. Sehr schön. Belmont, May, United States. M-A. Oh, es ist noch morgen, so es regnet. Ja. 4:23 Uhr. Will ich nicht schon so tun wie alle anderen, kann man das hier. Oh. Kann man das drehen? Aha. Leer. Morgen früh gehen wir das hier mit einer neuen Tablette. Ah. Ah, jetzt Licht anmachen, schön. Was ist das hier? Ein Spinnennetz? Was ist das da? Sieht aus wie Zigaretten. Das nehme ich mal mit. Ah. Okay. Ah, das mache ich hier mit der. Nee, mach ich doch nicht. Okay. Kann ich die Schublade mal aufmachen? Ah, die Bibel. Ah, die nehme ich mal mit. Ja, toll. Die Uhr. Bin ich hier denn? Ich freue mich eigentlich total schon, wenn ich das komplette Spiel spielen kann. Ist das da ein Adventure? Ja, und ich sehe gar nichts. Aber wer klopft denn da die ganze Zeit? An der Tür? Hm. Okay. Na, sieht schon fröhlich aus. Das dann? Der Dr. Lenov. Bla bla bla. We are extremely grateful that you accepted our invitation to the University of Boston's 9th Annual International Scientific Congress. It is an honor for us that you have agreed to come from so far away and to be the main speaker at the Congress. My colleagues, das Wort kenne ich nicht, was auch immer, and I are eager to hear your knowledge. We have enclosed your business class flight information and tickets. Your arrival at Boston Airport on the 23rd at 11:30 a.m. should allow you plenty of time to rest and prepare you for a speech on the 25th. Will ich da weiterblättern? Kann man da irgendwie? Nicht? Schön zu wissen. Kann man da irgendwie weiterblättern? Ja, aber jetzt geht mir doch ein bisschen die.
Krieg ein bisschen laufen. So, jetzt mach ich's richtig. Wir möchten Sie darüber informieren, dass zwei Männer, toll, am Flughafen Boston auf Ihre Ankunft warten werden. Wenn Sie ihnen diesen Brief zeigen, werden Sie zum Hotel bringen. Warte mal, werden Sie sie zum Hotel bringen. Dort können Sie sich ausruhen. Das Oakwood Hotel befindet sich in einem Vorort von Belmont. Okay, also das sind wir ja. Dieses Hotel unterstützt uns schon seit langem bei der Organisation von Veranstaltungen. Ich hoffe, dass Sie mit dem Service zufrieden sein werden. Unsere Dankbarkeit lässt sich kaum in Worte fassen. Das war also der zweite Text. Ah, jetzt. Was ist da noch für ein Brief? Was steht denn da drauf? Unity of Boston, Commonwealth Avenue, Boston, MA. Aha. Also wir sind hier in irgendeinem Hotel. Kann man hier irgendwas mit rausnehmen? Nee, kann man nicht. Okay. Ich muss ja immer gucken auf die Platte. Es ist so dunkel hier, weißt du? Da scheint keine Glühbirne drin zu sein. Okay, was ist denn das hier? So, die raten einen Boarding Pass. Ja, man kann das hier machen. Bordkarte, Name. Also, weißt du was? Dafür brauche ich kein Ding. From FUF. Doch. Vom Fork nach Boss. Ja, Uhrzeit 15:30 wahrscheinlich soll das heißen. Gate schließt 15:20. Sitzplatz 25C. Behalten kann man es ja mal. Kann man nichts aufmachen? Mach mal wieder schön zu. Ein Telefon? Warte, jetzt gucke ich mir erstmal das da unten an. Aha, eine Glühbirne. Nein, der Türgriff. Hey! Science Odyssey. Ah, hat $2.99 gekostet. Verschmelzung zweier Galaxien. T-Zellen-Erkennung. Biotechnische Einfrierungsrate. Einfriergerate. Die neue Biologie. So, freut mich. Mitnehmen kann man es leider nicht. Telefon. Okay, ich glaube, wir müssen irgendwas finden, um anzurufen. Das hat einen Grund. Was steht aus diesem Block? Toolbox. Das wurde anscheinend zerrissen. Da fehlt ein Stück. Ich glaube, das soll die Nummer sein, die wir anrufen sollen. Ich nehme mal mit. Ach, das ist die Toolbox und das soll der Code sein. Ach, jetzt. Wir brauchen also das andere Stück. Nein. Nein. Oh, da ist was drin. Zimmer 297, Stromversorgung. Sollte eine Störung der Steckdosen auftreten, muss die Stromversorgung sofort überprüft werden. Beachten Sie das folgende Schema. Oh, Strich. Im Falle eines Zwischenfalls kontaktieren Sie bitte so schnell wie möglich Ihren Vorgesetzten. Warte, kann man das mitnehmen? Ja, behalten. So, ich sehe hier so gut wie gar nichts. Deliver to. Wow. Nimm ich mal mit. Kann ich die auch mitnehmen? An, aus, an, aus. Wow. Ach, sieh mal einer an, eine Glühbirne. Fünfzehnter ESPA-Kongress findet in Belgrad statt. Der 15. Kongress der Europa... Ich glaube, den mangelt es noch an diesen Punkten. Also ja. Der 15. Kongress der Entschuldigung. Der 15. Kongress der Europäischen Soziologischen und Psychologischen Arbeitsgemeinschaft, ESPA, findet nach... Man liest es automatisch schon. Findet nächsten Monat in Belgrad, Serbien statt. Die französische... Oh, ist die meine an. Die französische Psychologin Irène Sidon stellt ihr neues Buch Mann-Kind-Analyse vor. Analyse. Gut.
tue ich erstmal hier die Glühbirne rein. Jetzt muss ich mal gucken, wie das geht. Bringt wahrscheinlich auch nicht viel. Ja, ich weiß, dass da keine drin ist. Wie war das? Nein. Ansehen, verwenden. Nein. So, verwenden. Ah, wow. Ah, jetzt siehst du mal, jetzt sehe ich hier auch was. Ach, das ist das andere Stück. Jetzt nehme ich erstmal das mit. Was ist denn das? Room Power, ein Wortbatterie. Ich glaube, das ist die dann. Ah, jetzt hat sie. Kann man mal gebrauchen. Das ist das andere Stück. Mal gucken. Jetzt kann man das vielleicht kombinieren miteinander. Kombinieren. Jetzt, hallo, ich will das sehen. Ansehen. Wow, 503, okay. Probieren wir es mal mit 503. Ein Schraubenzieher. Ja, toll, das war's, ein Schraubenzieher. Aha. Dann machen wir hier mal den Türknauf ran. Ja, okay, dann brauche ich wahrscheinlich den Schraubenzieher hier. Oh. Ich sehe gar nicht. Was ist jetzt los? Was? Hilfe. Ach, ich halte das nicht aus. Ich brauche einmal eine Tablette. Wo sind die? Hier, das Aid. Na, mach auf. Hier sind doch die Tabletten. Die einnehmen. Ah, ich sehe schon. Wir werden unsere Tabletten brauchen. Nehme ich alles mal mit. Sind alles anscheinend Medikamente, kann man ja gebrauchen. Was ist das? Aha. Ah ja. Toilette kann man nicht benutzen. Bodygel. Nö, kann man nicht mitnehmen. Seife. Behalten. Das kann man nicht behalten. Doch, ich habe doch E gedrückt. So. Ich nehme alles mit, was er eventuell gebrauchen kann. Okay, das Radio kann man vergessen. Da hat man gar nichts. Ach du Scheiße. Na, sowas hasse ich ja gerade. Ja, kaputt. Nein, da kann man es nicht öffnen. Ja. Überraschung auf dem ESPA-Kongress, sag ich mal. Psychologin und Soziologin Irene Soudon ist wieder erwartet, nicht zur Präsentation ihres neuen Buches Mann-Kind-Analyst, sag ich mal so, erschienen. Da viele renommierte Fachleute zugegen waren, war dies für alle eine große Überraschung. Der gesamte Kongress blieb und wartete gespannt auf Neuigkeiten über seine illustre französische Kollegin. Leider sind bislang keine Details über die Gründe für Frau Soudons Abwesenheit bekannt. Okay. It's crazy. Ich brauche einen Schlüssel oder etwas Ähnliches. Ja, dann sag mal, wo ich den herbekomme. Wollen wir mal gebrauchen. Habe ich noch irgendwas Sinnvolles vielleicht hier in der Dusche drin? Nein. Wow, wieder ein Kleiderbügel. Du kannst die Tür... Blick ich nicht. Thank you.
werden. Ach nee, warte mal. Nein, 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 nein. Aha. Ich glaube, wir müssen hier so ein Ding. Ja, jetzt weiß ich wie. Mal alles zurücksetzen. Ich glaube, wir brauchen hier diese Stifte, die hier verbunden sind. Also was muss mit was? Wow, fängt gut an. Tolle Folge. Löschen. Das geht nicht. Das geht. Jetzt brauchen wir hier sowas. Ach du Scheiße. Ich glaube, es muss später alles. Muss das irgendein Muster aufweisen? Haben wir irgendwas, was wir hier als Tipp nutzen können? Guck ich mal in mein Inventar rein. Ich habe hier Zigarettenschachtel, eine Bibel, ich glaube, ein Dokument. Nein, nein, nein. Aha. Ach du Kacke, das ist ja total schwer. Ich meine, ich hasse Nein, ich mag Rätsel schon, aber irgendwie, irgendwas ist doch hier nicht richtig. Jetzt hat nichts Strom, oder wie? Das, wenn ich jetzt hier das Licht anmache. Aha. Okay, das ist ja interessant. Interessant. Die Symbole müssen was miteinander zu tun haben. Ich glaube, ich muss. Ich weiß nicht, mit welchem ich verbinden muss. Oh Gott. Jetzt setze ich mal alles zurück. Hier muss es doch ein Muster geben. Tja, ich glaube, ich probiere noch mal ein bisschen rum und dann nehme ich weiter auf. Es ist doch ein bisschen, complicated. Naja, gut. Also ich würde dann sagen, wir sehen uns gleich wieder. Ich muss noch ein bisschen probieren. Also bis dann. Ja, bis gleich, würde ich sagen. Also dann bis denn. Ja, liebe Leute, ich habe den, glaube ich mal, bisschen weiter gefunden, wie das Ganze geht. Das hätte ich jetzt nochmal zurückgesetzt. Ja, und zwar ist mir aufgefallen, wir haben doch die ganzen Bügel hier gehabt. Ja. Man konnte die mit dieser Zange kombinieren, die ich hier drin hatte, zu einer Dietrich, also zu einer Dingsbums. Und die kann man verwenden hierzu.
Hierzu. Okay, geschafft. Und dann findet sich hier drin was ganz Interessantes. Oh. Nicht einschalten, hier ist es sicherer. Was ist das? Naja, ich kenne mich doch. Bin so nett und mach alles wieder zu. Stand hier nicht vorher ein Bücherregal? Doch, stand. Ach du Scheiße. Wow, das war die Demo. Du bist recht ausführlich. Naja, in 4 Tagen kommt das ganze Spiel raus und dann sind wir mal weiter. Bis dann würde ich sagen, toll, hat sich ja gelohnt. Nächstes Mal hole ich eine Facecam rein. Hm. Wow. Also doch, it was really interesting, but the demo, ich nenn's mal, was too short. I want to play the full game. Toll. Das mache ich dann im Hintergrund. Ja. Bis denne, würde ich dann sagen. Und ade. Bis zum nächsten Mal. Also ich schaue, dass ich mir das Full Game reinhau, ne? Und ja. Ich hoffe, ihr hattet ein bisschen Spaß. Ich hatte ein bisschen Spaß. War kurz, aber gut. Ich habe gedacht, es wäre ein bisschen länger. Also würde ich dann sagen, bis zum nächsten Mal und... warte, ciao.